Hallo und herzlich willkommen zur, was haben wir? Die 222. Folge von Project Guns Day 4. Whee! Mein Mikrofon einer quietscht immer noch. Ja, ich habe jetzt mal nochmal ein bisschen mit hingesetzt und habe nochmal schon mal ein bisschen angefangen mit Ausbauen. Das wird noch witzig. Wir haben noch sehr, sehr viel Dach vor uns. Und das ist, was ich heute mal machen. Bevor ich es vergesse. Was ich nämlich gerne mal machen wollte noch. Ist ein Rezept fertig machen. Und zwar. Okay. Wir bringen unserem E-System jetzt bei, wie es das craftet hier alles. So, aus Clay. Ups. Aus Clay. Mach Hard Clay. Dann wollen wir noch das Zeug haben. Crafting-Rezept. Man sieht übrigens den Server-Lag hier sehr, sehr schön. Das, wir haben das. Und dann müssen wir jetzt noch diesen dieses Zeug machen. Das kommen auch noch. Okay, dann haben wir jetzt einmal was schmelzen wir in Ingots, ne? Ne, nicht Ingots. Was schmelzen wir? Conduit Binder beispielsweise. Hier. So, das heißt das hier. Einmal da rein. Und dann Crafting-Rezepte. Sind ja im Endeffekt was die Vanille-Rezepte hier. Brauchen wir es mit hier unten hin. Wir haben ja noch genügend Platz. Einmal das. Einmal das. So, dann kann ich dann jetzt sagen, ich möchte gerne einmal 200, 300. Ach, wunderbar. Es futtert halt einen Haufen Clay. Aber wir sollten eigentlich Clay nachproduzieren ohne Probleme. Sollte passen. Okay. Die Frage ist auch noch, kann ich Sandstein eigentlich anders herstellen? Dass ich weniger Sand brauche. Nee, ne? Das wäre zu schön gewesen. Ich kann ihn verneunfachen mit dem Tome. Ah, ich kriege mal nur einen raus. Okay, gut, dann hat es erledigt. Gut. Dann würde ich sagen, wir machen noch ein bisschen weiter. Mit Dachkonstruktion. Gott! Also, heute ist das Server wieder extrem zickig. Ich kann ja nicht mal 5 Meter fliegen, ohne ich zurückgesetzt werde. Ist gut, Server, ich hab's kapiert, du bist heute zickig. Nicht replace and pose. So. Jetzt. Ja. Also, heute hat er sich echt wieder. Das ist faszinierend. So, jetzt kommt. Mensch, das war bescheuert. Replace. Weil das Dach geht ja nicht in das Dach hier rein. Und hier haben wir wieder ein Scheißproblem. Jetzt kann ich wieder. Okay, nicht Scheißproblem. Wir haben einfach ein Problem. Jetzt kann ich wieder mit meinem Logikgehabe ankommen und meinen Bautipps, keine Ahnung was. Wir würden Wasser einkesseln, wenn wir das jetzt so weitermachen würden. Weil ich werde das Dach hier einfach einen noch nach vorne ziehen. Das wird meine Lösung sein jetzt. Aber nur mal so für euch jetzt als Wissen. Wenn ich das so gemacht hätte, hätte ich jetzt eine Treppe hier gebaut, die andere Treppe drunter. Dann hätte ich hier an der Häuserwand ein Dach, was an die Häuserwand geht. Was bescheuert ist. Und das Wasser kann zu den Seiten nicht weg, weil es hier zu ist. Das heißt, wir haben erfolgreich geschafft, dass wir Wasser anstauen. Das ist nicht toll. Ist nur eine Kleinigkeit, die im Endeffekt wahrscheinlich vielen total egal ist, aber ich weiß auch nicht. Mittlerweile achte ich auf so einen Mist. Ja. Und deswegen versuche ich halt immer auch so ein bisschen darauf zu achten, dass eben das nicht mir passiert, dass ich vielleicht aus Versehen irgendwas einschließe an Wasser. Weil das wäre bescheuert.
Okay, und hier haben wir wieder ein Problem. Das heißt, wir machen das mal so. So, so und so und so. Habe ich noch? Ich habe noch ein paar Treppen. Okay. Bup und bup. So wie bup und bup. Wunderbar. Okay. Hier drüben kriegen wir dann auch noch Treppen hin. Das kommt dann einmal hier lang. Das ist auch wieder witzig. Also ich bin immer der Meinung, ich baue das Ding einfach viel zu groß. Aber egal, man muss auch mal übertreiben können. So. So. Es wurde mir auch geschrieben, ich mache mir das mit dem Dach sehr schwer. Als Kommentar. Kann ich es einfacher machen? Ich sag mal so, ich weiß, dass das, was ich mache, sehr übertrieben ist hier am Dach, aber ich will das nun mal jetzt so machen und wir haben jetzt einmal angefangen und ehe ich das nun abreiße, kann ich es auch einfach weiterbauen. So. Und so. Das nehmen wir weg. Jetzt will ich nur mal gucken, wie haben wir das hier hin? Oh Gott. Hier hinten steht das Dach ja nach vorne. Stück. Ich meine, wir könnten auch sagen, wir machen hier einfach eine kleine Ecke rein und schieben das noch einen nach vorne. Ist ja wahrscheinlich gar nicht zu doof. Ja, einfach das Dach hier nochmal um einen weiter nach vorne machen. Warum setzt der in mich rein? Egal. Bah. Normalerweise kann man es ja eigentlich blocken. Praktisch, dass es nicht in sich selbst reinsetzt. Aber anscheinend sind die Blöcke von Schüsseln und Bits ein bisschen komisch. Das war einer zu viel. Nee, einfach Slaps. No. Okay. Gut, wir machen nochmal ein paar Treppen. Die sind auch richtig rumgedreht. Okay. Wie haben wir noch? Ein paar Stacks haben wir, glaube ich, noch, ne? Zwei Stacks, ja. R war's. R war, was ich gesucht habe. R! R! Nein! Das ist das, was ich das letzte Mal zeigen wollte. Oh nein! Es ist R. Okay. Ah, verdammt. Denn man kann halt damit, ich kann es mal ganz kurz zeigen, man kann hier verschiedene Dinge machen. Click with bit or block cursor to add mapping. Und dann können wir können halt sau viel machen. Wir können zum Beispiel Stein machen. Wir können andere Bits nehmen und so weiter. Wir können es dann halt saven und können das praktisch umändern. Dass alle, die aus den Blöcken sind, zu den Blöcken werden. Also man kann das Design praktisch dann umändern. Das wollte ich zeigen. Ich habe den Button das letzte Mal nicht gefunden, aber das hat mir auch keiner gesagt. Mann, ich habe genau den Scheiß gesucht. Ah! Ja, okay. Entschuldigung. Das war falsch. Ich muss auf die Bits klicken. Zwei Stacks sind so wenig. Bloodlamp muss ich mal behalten. Ich pack mal ein so ein Schüsselbag weg. Ja, okay. Den pack ich auch mal weg. Huch. Okay, die Magnet kann ich auch erstmal wegpacken. Den Chisel packe ich auch mal hier rein. Brauchen wir erstmal nicht. Light. Okay, wir haben die 300. Brauche ich meinen. Warum war der Magnet jetzt rausgefallen? So, die Sache ist halt die, ich muss das jetzt vorsichtig machen, weil wenn ich das jetzt zu ich habe einmal geklickt! Ich habe wirklich nur einmal geklickt! Jetzt wird alles weg. Drei, vier, fünf, sechs. Und dann einmal mit den Slabs nochmal. So.
habe wirklich nur einmal geklickt. Glaub mir. Hab das wirklich gemacht. So. Hier können wir das dann eigentlich so machen. Die Dächer werden halt ineinander übergehen, aber ist halt so. So, ich weiß trotzdem immer noch nicht. Ich hab die ganze Zeit schon überlegt gehabt, wie ich das machen will. Und zwar... Bin viel zu viel Zeug dabei. Da ist er. So, die Treppe wollte ich nämlich jetzt erstmal platzieren. So, okay. Immer die schon mal haben. Hier oben liegt noch ein Slab. Okay. So, alles klar. Hä? Okay, also werden wir das hier wahrscheinlich nochmal einen nach vorne bringen. Irgendwie hier das komplette Ding. Also irgendwie. Dann irgendwie bis nach hinten. Jui. Wie gesagt, das liegt ja dann eh unterm Dach. Von daher ist es ja egal. Wir können das relativ einfach hier verstecken. Mein Sleeping Bag hat er auch nicht weggepackt gehabt. Das war's. Na toll. So. Schön, wenn ich mal hier noch einsammeln könnte. Und dass er mich das machen lässt. Danke. Alter. Also. Ich kriege. Ich kann mich eigentlich teilweise sehr gut beherrschen, aber. Der Server geht mir gerade so auf den Geist einfach nur die ganze Zeit. So. Eben weil ich die ganzen Blöcke nicht einsammeln kann, weil alles irgendwie nicht richtig funktioniert. Und, oh. Ich bin am Überlegen, ich werde wahrscheinlich mal gucken, dass wir noch ein paar Dinge abschalten mit Chunkloadern. Und dann wirklich unseren Chunkloader-Verbrauch wirklich auf nahezu null bringen. Also versuchen, es auf null zu bringen. Weiß nicht, ob wir es schaffen werden, weil im Endeffekt das im E-System, alles was zum E-System gehört, muss eigentlich gechunkloadet sein, weil da überall was dran hängt. Ja. Das wird lustig. Wird noch sehr lustig. Okay. So. Machen wir mal hier so ein Ding fertig. Dann kann ich nämlich hier mit dem arbeiten. Wenn ich noch Glück hätte. So, jetzt sind wir voll. Ey. So. 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 Okay, das klappt wunderbar. So. Wunderbar. Ich sag wieder sehr viel so, es tut mir leid. Alle Leute, die so nicht leiden können. So ist das nun mal. Genau. Du. Ja. Wir werden noch sehr, 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 sehr viel Spaß hier haben. Ja. Sehr viel Spaß. So, okay. Dann machen wir das auch mal hier nochmal so. Dass wir einmal das hier fertig bauen und dann das einmal rüberzimmern. So. Bei dieser sanften Musik im Hintergrund. Gut. Ich hatte übrigens nochmal ein bisschen überlegt gehabt. Wie wir... Also wie ich dieses Creative-Ding so ein bisschen machen will, was ich da vorhabe. Wollen wir ein bisschen was bauen und so weiter. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und... Wenn ich jetzt die Zeit finde, das zu tun... werden wir das tun. So, ich mache jetzt Folgendes. Ich mache die jetzt fertig. Einfach damit.
so gut ich es kann. Und wenn ich es nicht mehr kann... Okay, ich kann alle machen. Toll. Gut. Weil die Slabs ganz... Das erste im Inventar sind. Toll. So. Danke. Nee, was wollte ich sagen? Jetzt bin ich raus. Genau. Ich habe mir überlegt, ich werde wirklich es ein bisschen so aufziehen, dass ich anfange vielleicht ein bisschen mit Worldedit landschaftsmäßig. Also das war jetzt mal so meine grobe Idee. Ich weiß nicht wann, wie und was, muss ich gucken, weil Zeit und so weiter, ne? Dass ich mit Worldedit anfange. Worldedit ein bisschen was mache. Und dann vielleicht anfange mit vielleicht Gebäuden. Und da bin ich mir trotzdem immer noch unsicher, ob ich das mit dem Conquest Reforged Mod machen will. Oder ob ich es Vanilla machen will. Problem an Vanilla, man kann natürlich nicht so detailliert werden. Genau das gleiche gilt halt auch für Worldedit. Worldedit werde ich... Warum sind die jetzt wieder gedreht? Weil ich wieder geschifft Dingens hab, ne? Ach, Mann. Replace. So. Soll ich das wahrscheinlich wieder gedreht? Ja, natürlich. Okay. Wie mache ich das? Es ist mir einfach nur ein... Ich weiß selber nicht, wie ich das überhaupt machen will. Am Ende. Ob ich es mit dem Mod mache oder nicht. Man müsste eigentlich so ein generelles Tipp-Video vielleicht machen. So nach dem Motto Verständnis oder so. Das kann man ja auch ohne Mod machen. So ein paar Überlegungen halt. Beispielsweise wie Wasser, also Regenwasser auf dem Dach. Dass es ja immer irgendwo hinfließen muss. Und dass man das irgendwie auch erkennbar machen kann. Nehmen wir zum Beispiel an den Rändern, da wo das Wasser immer runterdonnert, dann auch dafür sorgt, dass dass dort unten halt nicht unbedingt viel Gras wächst oder so. Ist ja logisch. Okay, wir brauchen mehr Clay. Clay! Craftet der Clay eigentlich? Funktioniert wieder gar nichts mehr, oder was? ...3000 Clay. Emit when levels are below. Import Bus. Active with Signal. Emit when levels are below. Das heißt, das Ding bekommt kein Signal von unserem Hauptnetzwerk. Okay. Warum? Chip ist Hauptnetzwerk. Emit when levels are below limit. Warum machst du wieder nix? Emit levels are below limit. Ist ja richtig. Er sollte ja eigentlich anfangen. Was? Das war alles ein Netzwerk, ne? Wir kriegen das Sand wieder rein. Ja, klar. Es ist das Netz.
Okay. Lass mich wieder raus. Ich will nicht. Das hier nochmal mit Tamalin, ne? Hier unten können wir auch noch diese Minecraft-Station vielleicht bauen. Mal gucken. So, wie sieht's jetzt aus? Ich wusste doch, irgendwas ist komisch. Schnarch. Weiß die ganze Zeit, ob das der Server ist oder ob das Ding hier unten nicht weiterkommt. Ja, der Hopper unten kommt klar. Durch den Server leckt doch das alles so ewig. Machen wir 200. Und ich würde sagen, wir machen. Warte mal, kann ich Clay irgendwie herstellen? Tome of Alchemist. Machen wir das mal eben schnell. Ich brauche jetzt einfach Clay. Gut ist. Wir haben das Tome und gut ist. So, Tome. Clay. Screwed. So, das Ding, Redstone. Gut. Machen wir nochmal ein bisschen mehr. Schaffen wir nochmal 300. Next, go. Und dann einmal hier. Ist doch zu ewig. Ich meine, das sollte jetzt eigentlich schon mehr als genug Clay sein, ne? Yep, alles klar. So. Okay, füllen wir das nochmal auf, hier ist Tome. Ein bisschen Redstone dazu und gut ist. Das ist so bescheuert, warum ist das so... Ah, Mann. Es ist... Der Serverlag macht mich fertig. Das ist wirklich nicht schön. Egal jetzt. Ich wollte das Tome einmal wegpacken und dann wollte ich mal schlafen gehen. Okay. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Es ist nur ein Server, der es nicht auf die Reihe kriegt. Alles gut. Muss eigentlich nur mal kommen. Okay. Clay. So, wir packen jetzt einfach nochmal alles rein. Ist mir jetzt egal. Und ich nehme jetzt erstmal nur die Dinger hier raus. Sorry, falsch. 3, 3, 4, 5. 5. Danke. Okay, alles klar. Ja, also, warte mal, wo war ich jetzt vorhin eigentlich stehen geblieben? Genau, ob ich den ganzen Mist mit dem Mod mache und ob, also, dass ich einen Teil, selbst, also, einfach nur konzeptmäßig erklären werde. Weil es gibt viele Sachen, die kann man konzeptmäßig einfach machen. Wie gesagt, Dinge wie Hausdachstruktur ist so ein Beispiel. Dafür brauchen wir keinen speziellen Mod, um das irgendwie zu bauen oder so. Und drüber zu sprechen. Aber es gibt noch genügend andere Sachen, wo man das halt wirklich brauchen kann.
Beispielsweise, wo es dann um die Inneneinrichtung geht oder allgemein um Häuserfassaden und so weiter. Man kann sich ein paar Gedanken dazu machen, aber das meiste kommt halt dann wirklich aus den Blöcken, die man verwendet. Und wenn ich nun mal einen Mod dazu verwende, ist es nun mal was anderes. Hallo? Also ich habe wahrscheinlich keine Dinge mehr. Okay. Moment. So. Einmal das und dann... Bup, 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 bup. So, wunderbar. Gut, genau, da bin ich noch am Überlegen, wie wir das umsetzen wollen am besten. So, das ist, weil ich möchte es nicht nur auf den Mod trimmen, weil das ist immer bescheuert. Aber nur mit Vanilla bauen ist teilweise echt schwierig. Also, was heißt echt schwierig? Es fehlen halt teilweise wirklich Blöcke in Vanilla Minecraft, die Mods einem geben können. Beispielsweise ja auch Chisel and Bits. Ist ja auch ein Mod im Endeffekt, der vieles möglich macht, weil wir können die Blöcke einfach so bauen, wie wir sie brauchen. Wir müssen nicht unbedingt jetzt, wenn wir vertikale Stufen brauchen oder so, können wir die uns craften. Und das war bescheuert, weil ich wieder irgendwas gedreht habe. Toll. Okay. Gut. Das Ding müssen wir dann abschließen hier. In so einem Moment wünsche ich mir halt wirklich. Ich hatte sogar schon überlegt, ob ich es mache. Dass ich World Edit mit draufnehme. Hier auf Unstable. Aber dann halt sage, okay, World Edit nutzt. Kann man ja machen. Man kann World Edit ja survival-fähig machen. Indem man sagt, es sollen Blöcke aus dem Inventar benutzt werden. Das heißt, man kann wirklich nur die Blöcke platzieren, die man auch hat. Das heißt, man kann Dinge kopieren, man kann Dinge einfügen, man kann Dinge verschieben und alles Mögliche. Funktioniert. Das ist normales World, was das angeht. Aber man kann, also man bekommt, glaube ich, die Blöcke nicht raus, wenn man es abbaut, wenn ich mir recht entsinne. Also wenn man Z0 oder sowas macht. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Ich glaube, es geht nicht mal. Bin ich mir jetzt gerade unsicher. Bei anderen... Ich glaube... Weiß gar nicht. Ging das? Keine Ahnung gerade. Weil wenn das ginge und man bekommt die Blöcke raus, dann wäre es definitiv nicht Survival-ready. So rein von der Logik her. Denn dann könnte man alles abbauen. Alles einfach ersetzen. Ich wünsche mir einen Undo-Button für den Wand. So. Natürlich ist es gedreht. Der Server braucht Ewigkeiten eher mal registriert, dass ich Dinge drehe. Wie sagt Purple immer so schön? Wusa. Okay. So. Ich dachte jetzt schon, er hat vielleicht wieder falschen Klick gewertet, aber diesmal hat er es gemacht. Ah! Ach Mann. Ist auch egal, wenn ich alles kaputt mache. Langsam werde ich einfach nur sauer. Kann man nicht einfach sagen, okay, ich möchte die Rotation locken? Ich möchte nicht in der Lage sein, das Ding zu drehen. Oder ich glaube, man kann eine andere Taste zuweisen, ne? Ich glaube, das ginge vielleicht. Wenn ich eine andere Taste einfach zuweise für das Drehen, dass ich nicht Shift nehme oder so. Das könnte funktionieren. So, Mensch. Das funktioniert relativ gut. Da kann ich einfach... Oberste Schicht kriege ich relativ schnell dann hin. Das ist schön. So, wir haben auch kaum noch Treppen. Wir werden das Dach niemals fertigstellen. Ich sehe es kommen. Es ist einfach viel zu viele Treppen und alles, was wir brauchen. Oh Gott. Das wird, ja. Das wird
vor allem sehr, sehr spannend für euch, dass wir irgendwie 20 Folgen lang dann nur Dach bauen. Hammer. Nur die Sache ist die, ich lege auf dem Server so einfach nur durch die Kante, dass ich wirklich teilweise gar keine Motivation habe, hier auf den Server zu gehen. Weil es ist eh ein Rumgelegger teilweise. Dass es einfach keinen Spaß macht. So. Aber wir müssen das Haus fertig machen. Oder beziehungsweise ich will das Haus fertig machen. Das heißt, ich muss es irgendwie ertragen. Okay. So langsam wird's ja. So, haben wir noch. Kommen noch welche rein oder. Ja, es kann noch ein bisschen was. So. Können wir noch ein bisschen mehr machen? Gucken, ist richtig gedreht, ja. 3, 4, 5, 6. Okay. Wir machen weiter. Unaufhaltsam. Auch wenn eigentlich die Folge schon wieder zu Ende ist. Wie gesagt, die Folgen werden sehr, sehr spannend, die nächsten. Wirklich nur sowas machen. Gut. Hier. Einmal hier. Böse. Huch. So. Und im Böse. So. Und das brauche ich jetzt mit der Hand. Beziehungsweise nicht die Seite, aber das Ding hier. So. Okay, dann kann ich jetzt hier nämlich einfach weitermachen. So. Ja, wunderbar. Okay, dann muss jetzt der noch weg. Das war nur, damit ich da nichts hinsetze. Und Blöcken. Dann kommt das hier hin. Und dann machen wir von hier weiter. Ach nee, wir müssen ja eigentlich. Das Zeug muss ja auch noch nach oben so schräg, ne? Nach oben. Die Treppe. Meine. So. Können ja das aber so machen hier schon mal. Dass wir es einfach nach oben schon mal bauen. So Bescheid. Geil. So. So. Oh, es ist so schön langweilig. Also ich entschuldige mich für Leute, die vielleicht hier irgendwie einschlafen oder so. Es sei denn, ihr leidet an Schlafmangel und es ist genau das, was ihr wollt. Andernfalls entschuldige ich mich. Solltet ihr es allerdings wollen, dann entschuldige ich mich nicht. Dann mache ich das sehr gerne. So. Okay. Mal hier durch. Spaß. So. Okay. Dann geht das hier weiter und hier weiter und hier und hier und hier. Und dann hier. Hier. So. Okay. Dann machen wir jetzt einfach diesen, ne? Tü-bü-bü. Ich würde sagen, funktioniert. So halb. So, dann geht das hier rüber. Wunderbar. Und wir werden hier niemals fertig. Aber ich würde jetzt trotzdem sagen, ich beende die Folge, weil viel mehr kommt heute eh nicht bei rum. Ich verbaue jetzt noch die ganzen Stufen und sage aber schon mal Tschüss. Trotzdem, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Durchhalten, wenn ihr jetzt ja noch da seid. Dann muss ich wirklich sagen, danke fürs Durchhalten, weil holy shit. Ich habe mir 30 Minuten zugehört, wie ich irgendwas laber, während ich Blöcke platziere. Aber es wird. Wir haben fast die Hälfte. Ne, wir haben die Hälfte. Wir haben die Hälfte geschafft. Yay! Okay. Na gut. Dann werde ich noch ein bisschen Clay machen. Vielleicht, dass wir bis nächste Mal einfach nur genügend Clay haben dann für alles. Und dann machen wir weiter. Machen die letzten Sachen noch fertig. Und ja.
dann war es das hoffentlich erstmal mit dem Dach. Dann haben wir das Dach fertig. Das ist schon mal ein Riesenteil, weil der Rest ist nicht einfacher, weil wir mehr Details gerade haben, aber das grobe Dach ist fertig. Das ist schon mal gut. Es sollen aber leider ja noch ein paar Dinge mit hin, also ja, wir werden sehen. Bin mir unsicher. Nun gut, jetzt auch wirklich tschüss, bis nächstes Mal. Ich habe schon wieder viel zu lange gemacht. Ich werde hier wieder... Ach, dieses Zurücksetzen nervt mich. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss, bis nächstes Mal. Und noch einen schönen Tag. Tschüss.